Augsburg, Heimatstadt der Fugger. Im Zentrum liegt ihr Stadtpalast. Von hier aus leiten sie ihr Handelsimperium. Um 1500 sind die Fugger eine der erfolgreichsten Kaufmannsfamilien Europas. Über dem mächtigen Adlertor zeugt das Lilienwappen, vom Kaiser verliehen, von den engen Beziehungen zum Herrscherhaus. Jakob Fugger, genannt der Reiche, führt das Unternehmen mit eiserner Hand. Seine Vorfahren ließen sich als Tuchweber in Augsburg nieder und mehrten ihren Reichtum durch Textil-, später Metallhandel. Den größten Profit bringen Geschäfte mit den Herrschenden. Kaiser Maximilian I. Geht ihm das Geld aus, sind die Fugger zur Stelle. Fürsten brauchten immer Geld. Und indem die Fugger Fürsten Geld liehen, bekamen sie dafür sogenannte Bergregale verliehen. Das heißt, sie durften Bergwerke ausbeuten. Und das war natürlich ein ungeheurer Quell des Reichtums. Erz- und Kupferminen. Die Fugger besitzen oft das alleinige Abbaurecht und Privilegien im Metallhandel. So können sie ihre Monopolstellung ausbauen.